Ja, whatever. Wo sind wir stehen geblieben? Sprachlos. Schon wieder? Ja. Gern. Danke. Laufen. Nein. Doch. Schon wieder. Immer. Ich habe mir fest vorgenommen, dir kein Material mehr zu geben. Ich habe schon so viel. Genau. Also hier haben wir die alten Kolben und Pleuel von dem S85. Und die Kolben, die kommen ja neu auf Übermaß. Und ich trenne die jetzt voneinander. Dann werden die Pleuel gewaschen. Und ja, dann baue ich wieder zusammen. Und hier bei dem Motor haben wir eine Besonderheit. Bei den Pleuel und bei den Kolben. Und zwar ist das so, die Pleuel, die sind nicht symmetrisch. Die haben nämlich, wenn du erstmal genau drauf zoomst, du siehst du hier an der Seite hast du mehr Fleisch. Ne? Mhm. Und hier ist halt weniger. Kannst du das sehen? Ja. Ja, ne? Genau, das heißt, dass die Pleuel immer nur in eine Richtung eingebaut werden können. Genau, und bei den Kolben ist das nämlich tatsächlich genauso. Denn du hast ja zwei Bänke. 1 bis 5, 6 bis 10 und es ist so, dass du hier bei dem Kolben diese Ventiltaschen hast, bei der Einlassseite. Ne? Einlassseitig hast du halt diese Ventiltaschen. Das heißt, du kannst den Kolben theoretisch gesehen nur in eine Richtung einbauen. Ne? Aber daher, dass du zwei Bänke hast, und es ist ja so, dass wir eine Desaxierung des Kolbenbolzens haben. Und es ist so, wegen den Ventiltaschen kann man den Kolben nur in einer Position einbauen. Man kann also nicht den Kolben von der Bank 1 nehmen und den in die Bank 2 einbauen, weil du dann die Desaxierung in die andere Seite hättest. Ja? Die Kolben, die haben hier also, die haben ja einen Pfeil für die Einbaurichtung und das heißt, du hast Kolben, die gleich aussehen, sagen wir mal hier von Zylinder, hier haben wir zum Beispiel von der Bank 1, hier ist von der Bank 2, die sehen gleich aus. Darfst du aber nicht einfach so einbauen, weil bei der einen Seite ist die Desaxierung in diese Richtung und bei der anderen Seite ist die Desaxierung in die andere Richtung. Die geht ja immer in die Druckseite, deswegen. Ne? Und weil die Ventile, die Einlassventile logischerweise im V sind, kann der Kolben nur so rum eingebaut werden. Also wenn das jetzt hier Bank 2 wäre. Ne? Ich glaube, ich laber jetzt eindeutig zu viel, oder? Nee, laber. Relativ interessant. Ja? Hast du das verstanden? Aber hast du gemerkt, so grob, ja. Ich habe schon angefangen zu schwitzen hier. So, ich hole jetzt die ganzen Clips raus, löse die, trenne die jetzt. Das Coole an dem Pleuel hier ist, die haben hier so eine Ziffer stehen, so dass man die Deckel nicht mehr vertauschen kann. Ne? Hier 713. Das heißt, man kann die ganz entspannt lösen, die Schrauben, alles waschen. Da braucht man sich keine Sorgen zu machen, dass man die später vertauscht. Ne? Das haben die meisten Pleuel haben das. Es gibt aber auch tatsächlich Hersteller, wo du erstmal markieren musst, weil man es einfach nicht mehr kennt. Ne? Aber hier bei dem hier haben wir es echt geil gemacht. Sauber gemacht haben wir ja jetzt schon. Die Teile sind uns vorbereitet zum Zusammenbau. Und ich wollte einfach ein bisschen erzählen, was ich an diesem Motor cool finde. Und zwar haben wir ja hier das System, dass wir hier keine Hauptlagerböcke haben, sondern wir haben hier den Motorblock und eine Bad Plate. Das ist also auch ein Alusil-Teil, das dann so Stahleinlagen hat, wo dann die Hauptlagerschalen drin liegen. Und normalerweise ist das so, dass die Bad Plate mit so Führungshülsen
dann zentriert wird auf dem Block. Aber bei dem Motor ist das so gemacht, dass die Führungshülsen auf den Schrauben drauf sind. Das heißt, wir haben hier nicht nur zwei Führungshülsen, sondern 12 Führungshülsen. Und ich finde, das gibt dem Motor einfach Stabilität und der Hauptlagergasse auch. Ne? So. Ja, dass man, also was man auf gar keinen Fall vergessen darf, sind hier die O-Ringe, ne? Für die Ölleitungen. Und zwar kommt hier einer hin. Und auf der anderen Seite auch. Sollte man nicht vergessen. Sonst hast du nachher eine Undichtigkeit. An der Stelle, wo du keine Undichtigkeit haben möchtest. Ich bin jetzt gerade dabei, die Kurbelwelle ist schon drin, ist schon verschraubt. Wie schön sieht es denn? Willst du mal sehen? Mhm. Alles ist schon vermessen. Oh. Guck mal hier. So muss das sein. Losbrechen, Moment, warte, warte. 2,5 Millimeter. Genau. Ja, ich mache das hier so wie du siehst. Guck mal hier, ich habe hier, hier haben wir das Zahnrad, wo die Ölpumpen angetrieben werden, über die Zähne hier. Und normalerweise baut man das so ein, dass man erst die Ketten reinlegt, ja, und ja, dann hast du aber immer das Problem, wenn du dann die Kolben einbaust, dann drehst du immer die Kurbelwelle, dann musst du immer gucken, wo die Ketten sind und so, das nervt ein bisschen. Ich mache das lieber so, ich baue das aus und lasse den Simmerring erstmal raus. Und dann baue ich die Kolben ein und dann später kannst du hier von oben ganz normal die Ketten einfädeln. Da kannst du das Zahnrad dran machen und ja, dann kannst du den ganzen Rest zusammenbauen. Du hast schon viel BMW-Motoren gebaut, ne? Ja, ich habe viel BMW gemacht. Ja. Genau, das hat dann, ja, bevor ich nach Abu Dhabi gegangen bin, waren das hauptsächlich Dieselmotoren. Genau. Und dann bin ich nach Abu Dhabi gegangen und da habe ich in einer Werkstatt gearbeitet, die nur deutsche Fahrzeuge, Supersportcars angenommen hat, Luxusfahrzeuge. Da habe ich dann ja die Erfahrung mit großvolumigen Motoren gesammelt. Genau, ich habe dann da eigentlich hauptsächlich Hochleistungsmotoren gebaut. Und das Gute war, das war eine Werkstatt, die ja, wie gesagt, deutsche Fahrzeuge angenommen hat. Das heißt, ich habe viel mit AMG gearbeitet, ich habe mit M gearbeitet, mit RS-Fahrzeugen, VWR, Porsche. Ich habe allerdings nie einen Boxermotor zerlegt bis jetzt. Bei Porsche immer nur die V8, die 4,8 Liter Biturbo oder 3,6 Liter. Genau. Und deswegen, also BMW auf jeden Fall viel, auch Rolls-Royce, Ferrari-Motoren. Natürlich nicht jeden Tag. Ne? Aber ich habe auch nicht nur reine Motorinstandsetzung gemacht, ich habe auch mal Teamleader gemacht, ich habe ganz normal Diagnosen gemacht, Fehlersuche. Ja, es ist jetzt nicht so, dass ich jeden Tag einen Ferrari-Motor zerlegt habe. Ne? Ferrari, da hast du oft drin gehabt, da hast du alles Mögliche gemacht. Was weiß ich, Service, Stoßdämpfer gewechselt, ja, Kupplungen gewechselt, ja, solche Sachen. Aber meistens waren es doch einfach nur die deutschen Modelle. Hm. BMW, Mercedes, Audi, VW, Porsche, genau. Genau, und den, ja, whatever. Wo sind wir stehen geblieben? Ich glaube, ich schweife immer zu ziemlich ab, ne? Na, geht. Ich habe ja auch gefragt. Kolben. Genau. Also ich wollte eigentlich nur sagen, es wird bestimmt der ein oder andere Mechaniker da draußen sein, der wird sich fragen, warum ich die Ketten noch nicht drin habe. Das ist einfach deswegen, ich mache das lieber so hier. Hm. Genau. So, und jetzt kommen die Kolben rein. Und es gibt viele V-Motoren, da sind die Kolben von oben symmetrisch, allerdings nicht hier,
Und die Mechaniker unter euch, die wissen ja, dass Kolben immer eine Einbaueinrichtung haben, wegen der Desaxierung. Und hier haben wir zum Beispiel, soll ich das wirklich erklären? Willst du das wirklich wissen? Ja, ja, ja. Okay, also wir haben, der Motor hier, der kriegt jetzt Übermaßkolben. Ja, der hat normalerweise eine Bohrung von 92 und hier kriegen wir 92,19. Das ist das nächste Übermaß. Ne? Deswegen, hier habe ich jetzt einen Kolben, der ist für die Bank 1 und dann haben wir Kolben für die Bank 2. Warum das so ist, das ist halt wegen der Desaxierung und wegen den Ventiltaschen hier. Das hier sind die Einlassventiltaschen. So, jetzt haben wir theoretisch ja, zwei gleiche Kolben hier, aber die haben ja eine Einbaurichtung. Ne? So, und deswegen haben wir 5 solche und 5 solche. Das heißt, der Unterschied hier ist, wir haben hier die Bank 1 und im V sind ja die Einlassventile. Wir haben ja hier bei dem S85 einen schönen Luftsammler mit den Einzeldrosselklappen hier. Ne? So, und hier sind ja die Einlassventile, das heißt, der Kolben, der hat hier seine Einbauanrichtung, der kommt so eingebaut, damit die Ventiltaschen nach oben kommen, zu den Einlassventilen. Ne? So, und jetzt ist das ja so, wenn der Motor sich dreht, also wir haben ja eine Druckseite. Ne? Immer wenn die Verbrennung stattfindet und der Kolben runtergedrückt wird, dann ist ja das Pleuel, ich zeig das mal ein bisschen, vielleicht kann man das so ein bisschen besser erklären. Wenn der Kolben jetzt so eingebaut ist und das Pleuel sich so dreht, der Kolben kommt hoch und dann findet die Verbrennung statt und der Kolben wird dann in diese Richtung gedrückt, ne? Nach hier. Das heißt, wir haben hier dann die Druckseite. Ne? So, und das heißt, die Desaxierung, die ist dann immer in Richtung Druckseite. Und die Desaxierung des Kolbenbolzens ist ja dafür da, das wissen ja die meisten, ne, für den Anlagewechsel, damit der Kolben die Seite wechselt, bevor die Verbrennung stattfindet, damit wir kein Klopfen haben. Ne? Und jetzt ist das ja auf der anderen Seite auch so. Das ist ja das Gleiche. Das heißt, wenn die Verbrennung stattfindet, dann drückt er den ja in diese Richtung. Ne? Aber genau, aber wenn ich den jetzt so haben würde, wegen der Desaxierung, die ist ja hier, sind aber dann die Taschen unten. Ne? Das heißt, ich muss den umdrehen, wegen der Ventiltaschen. Jetzt wäre aber die Desaxierung in die andere Richtung. Ja? Und deswegen haben wir hier Kolben, die nur in Bank 1 eingebaut werden dürfen und in Bank 2. Genau, dann haben wir die Lagerschalen. Wie ihr seht, haben wir hier rot markierte und blau markierte. Ich merke mir das immer so, blau kommt nach oben, da ist der Himmel. Und rot ist die Hölle, kommt unten. Macht Sinn. Genau. Ja, da muss man auch aufpassen, dass man das nicht vertauscht. Und jetzt, meine Freunde, baue ich den Motor zu. Schon wieder auseinander gepflückt? Den nächsten Patienten. Okay. Dein Gesicht spricht Bände. Ja. RB26 wurde von irgendeiner Firma zusammengebaut, weiß ich nicht welche. Der Kunde, der den Motor bekommen hat, war misstrauisch und wollte, dass wir nachgucken. Hat er alles richtig gemacht. Ich bin sprachlos. Schon wieder? Ja. Dann erzähl mal. Ich habe gerade den Kolben gemessen und die Uhr auf den genullt. Wir haben hier ein Laufspiel von 2 bis 3 Hundertstel. Der Block sollte um die 600 PS bekommen. Okay, also der ist noch keinen Meter gelaufen, ne? Nee, noch nicht. Wir haben hier Schmiedekolben drin. Also wenn wir jetzt starten würdest, das Ding würde noch nicht mal richtig warm werden, der Motor wäre fest. Okay. Dann haben wir die nächste Baustelle. Die haben die Kurbelwelle
mit AIP-Paste eingesetzt. Die ganzen Lager. Mhm. Ist auch nicht schön. Hm. Das war auch schön. Die Ölpumpe war nur mit den beiden Schrauben fest. Oh. Ohne Dichtung. Gar keine Dichtung? Nö. Und nur zwei von wie viel Schrauben? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Das wäre dann auch ziemlich schnell in die Hose gegangen, oder? Genau. Weil da kommt eigentlich normal noch eine Papierdichtung mit rein. Hm. Aber bei dem Block haben wir wenigstens einen Vorteil. Sind alle Kolbenringe richtig drauf und sind alle drauf. Okay. Du lachst, wir hatten schon einen gehabt, da wurden die Ölabstreifringe vergessen. Okay. Also, machst du es jetzt wieder schön? Ja, muss ich wohl. Cool. Das heißt, was ist jetzt Schritt 1? Mit dem Kunden absprechen, was wir alles machen. Okay. Also der Kunde weiß noch gar nichts von seinem Glück? Nee, das weiß er noch nicht. Okay. Also könnte wieder witzig werden. Das ist heftig, ne? Ja. Es ist, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Wobei, was ich generell schon krass finde, man geht zu einer Firma, lässt den machen, ja, und hat dann so, ich glaube, das war nicht so cool, und schickt den zu der nächsten Firma und lässt alles wieder auseinanderreißen. Es was gut in dem Fall ja gut ist, ja, aber... Ja, das ist schockierend. Und hier, da sind auch keine Ölspritzdüsen drin. Brauchst du doch nicht. Das muss fließen, Kollege. Hier siehst du auch neue Lagerschale. Ja, aber die sieht ja nicht neu aus. Ist aber eine neue. Und warum ist sie so zerkratzt? Ja, da war irgendwas zwischen gewesen. Dreckpartikel. Ja. Wurde die Kurbelwelle nicht so richtig sauber gemacht. Haben die einfach so eingesetzt. Hm. Oder kann ja auch sein, dass was vom Pinsel, von der AIP-Paste mitgekommen ist. Ja. Und die gibt's in so Dosen. Also wieder... Wieder einmal alles schön. Die nächste Rubrik sprachlos. Aber ich würde sagen, du machst das schon, ne? Ja. Mittlerweile freue ich mich mit den RBs an. Siehst du mal. Dominik! Guten Tag. Wie ist das Objekt? Das. Der ganze Foto machen. Hier. Ja, immerhin sind die Kolbenringe drauf, ne? Ja, die sind diesmal alle so. Das sagt richtig irgendwie jeder. Ja. So, der fällt da gleich runter. Nein, darum ist ja das technische Kantholz da. So, was haben wir noch? Die Ölpumpe. Wie sieht die denn sonst? Also ohne Dichtung, stimmt. Ja, ja. Hohnschliff vorhanden. Ist vorhanden, aber zu klein. Ist ja schon Rost. Ja, das kommt auch dazu. Gut schlecht geplant. Also die Stellen sind sehr schlecht an der Position. Weil da liegt genau die Kopfdichtung auf. Der ist noch nicht gelaufen, hat der gesagt, ne? Du warst dabei. Der ist noch nicht gelaufen. Ist das normal, dass die so Spuren haben? Ja, da war direkt zwischen. Du musst ja die Kurbelwelle durchdrehen. Damit du die Kurbelwelle richtig einsetzt. Ja, ja, klar, ja, ja. Hier wieder spielen. Prost. Hast du schon was von dem Kunden gehört mit dem? Ich habe sogar gerade vor 4 Minuten eine Antwort bekommen. Oh. Habe ihm ja die Bilder geschickt und da hat er nur gerade geschrieben. Er weiß nicht, was er dazu sagen soll. Er ist schockiert. Hm. Er hatte von Anfang an ein schlechtes Gefühl. Mir hat Alex eben schon erzählt. Er konnte es gerade nicht in Worte fassen. Er hat mir dann nur noch geschrieben, er hat das bei einer freien Werkstatt machen lassen, die hauptsächlich andere Motoren macht. Okay. Von VW, 6-Zylinder, so komisch angeordnet. Ne? Er hat 3 Jahre auf den Block gewartet, hat er mir gerade geschrieben. 3 Jahre. 3 Jahre war der da bei der Firma? Anscheinend war dieser Block 3 Jahre bei dieser Firma. Und er hat gesagt, der Block ist komplett, bis auf die Pumpe. Er wollte den Kopf auch noch machen. Das hat der Kunde mir jetzt so geschrieben. Okay.
Also muss der jetzt sich einmal sammeln und dann gucken wir mal, wie weitergeht. Ja, also ich werde ihm halt jetzt sagen, einen kleinen Kostenvoranschlag machen. Mhm. Ich meine, Teile hat er ja. Mhm. Ja. Boah, war schon bitter, oder? Ist halt schade, ne? Dass man niemanden vertrauen kann, so wirklich. Also, dass man halt 100% Vertrauen braucht in den Leuten, nicht? Dass du irgendwie zu der. Der soll ja einen guten Ruf gehabt haben. Okay. Ruf gehabt haben für andere Motoren und ja. Ja, gut, aber allein 3 Jahre. Also, wenn er. Vielleicht ist das übertrieben, aber er hat mir wortwörtlich, kannst du gerne lesen, 3 Jahre geschrieben. Ja gut, dann vielleicht ein bisschen übertrieben, aber dann würde der trotzdem vielleicht 1 oder 1,5 gewesen ja, sein. Ja, aber trotzdem sehr lang, ne? Krass. Und ich glaube, wir haben schon lange Wartezeit, wenn ich die Leute 4 Monate, 5 Monate sage und dann 3 Jahre, ja. Okay, aber du hältst mich auf dem Laufenden. Gern. Danke. Bitte. Tschüss. Tschüss.